Dann nehmen wir jetzt nochmal die anderen Referenten alle mit dazu, dass wir die Chance haben, dann auch gemeinsam zu diskutieren und eben dann auch die Kolleginnen und Kollegen, die Interessierten von Ihnen allen mit dazu zu nehmen, die vielleicht jetzt auch sagen, Mensch, da war das ein oder andere, da würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr darüber erfahren oder es reicht mir jetzt eigentlich, was ich gehört habe. Ich habe da eine ganz andere Überzeugung von. Einfach, dass wir ein bisschen ins Diskutieren kommen. Und da ich bisher noch keine Wortmeldung im Chat gesehen habe oder auch noch keine konkrete Frage, würde ich das jetzt mit der ersten Frage übernehmen und glaube ich, das nochmal aufgreifen, was ich vorhin angeteasert habe in Richtung Herrn Toussaint und Herrn Grimme. Nämlich die Frage, Herr Grimme hat ja vorgestellt, es waren zwei wirklich nachhaltige Betrugsfälle, die ihn beschäftigt haben. Einmal die Grillvariante mit 1500 Euro und einmal die Variante mit der teuren Küchenmaschine für um die 500 oder 900 Euro, glaube ich, habe ich mir notiert. Kurzum überschlagen, 2500 Euro realer Verlust. Und wenn wir dann der Rechnung glauben von Herrn Toussaints Studie, dann sind wir bei gut 7.500 Euro, denen diese Betrügereien eigentlich dann auch Herrn Grimme bzw. die Bleiwaren gekostet hat. Und da die Frage, wenn ich jetzt mal alles andere vergesse, was da sonst noch in den letzten 8 Jahren an Betrügereien passiert ist und uns nur auf diese zwei Schwerpunkte schauen, ist da so ein Fraud Management overengineert oder macht das auch schon für vermeintlich kleinere Summen dann Sinn in 8 Jahren 7.500 Euro? Herr Toussaint, können Sie da schon was zu sagen? Ich würde da gerne an meine Kollegin einfach mal, die das wirklich aus der Praxis, aus der unterschiedlichsten Unternehmen, glaube ich, ganz gut beantworten kann. Lou, wenn du magst, gerne. Danke, Flo. Also ich habe wirklich den weltweit E-Commerce-Unternehmen, in denen Fraud-Management-Geschäft betreut. Also zu meinen wichtigen Kunden gehört ja wirklich Apple. Habe ich für die Apple Inc. weltweit Fraud-Management-Beratungsprojekt gemacht und da auch operatives Geschäft übernommen. Ich habe für Adidas weltweit Fraud-Management-Lösung da mitgewirkt, also Single Point of Contact für Kunden betreut. Ich habe meistens halt eigentlich von so Fashion-Branche. Also zu meinem großen Kunde gehört ja auch zu Nike, ne? So Converse, also Tommy Hilfiger, also Levi's, wirklich diese Versace-Hochmarke bis zum Esprit und C&A, also auch mit kleinen durchschnittlichen Warenkorb. Also wenn Sie sagen, also das Ding ist, dieses Fraud-Management, wenn man das eigentlich aus meiner Praxiserfahrung her, das kann man nie eliminieren. Ja, ich als Onlinehändler, ich versuche nur, meinen Shop zu wählen, also so schwer wie möglich für die Betrüger zu akzeptieren. Ich mache deren Leben keinen Spaß mehr, auf meinen Online-Shop da durchzugehen. Macht das so schwierig, dass sie sagen, ich habe keinen Bock mehr auf diese Online-Shop zu probieren, sondern dann probiere ich einen anderen Shop. Ja, auf der andere Shop zu vertreiben. Also, Herr Gümmer, vielleicht können Sie ein bisschen auch mehr Hintergrundinformationen geben zu diesen drei Betrugsfällen. Also für uns wichtig ist immer Daten, Daten, Daten. Ne, was ist die Auffälligkeiten von denen? Auch haben Sie vielleicht auch so eine Bonitätsprüfung Anbieter dahinter? Na, wenn wir auch zurückblicken auf diese E-Commerce-Finance-Wertschöpfungskette, ja, da normalerweise hat man auch eine Bonitätsprüfungsanbieter, da man auch zum Beispiel manche arbeiten auch Schufa, ne, damit. Und für uns ist immer wichtig, klar, haben Sie vielleicht Glück gehabt seit diesen 7, 8 Jahren, das sind nur diese drei Fälle, weil vielleicht die Betrüger ihren Shop nicht entdeckt haben. Weil diese Betrugswelle, das kann so schnell passieren, und kann in kurzer Zeitraum wirklich großer Schaden entstehen. Weil die Betrüger probieren erstmal in den anderen Shop, vielleicht probieren die erstmal mit kleinem Warenkorb, ja, mit nicht teurer Küchengeräte, sondern, keine Ahnung, ein Stück Brett, Küchen für die Küche, was auch immer. Aber wenn die merken, das geht ja durch, dann wird er immer wiederholt quasi. Ja, nee, also das kann ich auf jeden Fall nochmal dem zustimmen, was auch vorher gesagt wurde von Herrn Toussaint, dass eben auffällig ist, dass, also wenn es passiert, passiert es halt irgendwie geballt, als ob es tatsächlich so im Darknet oder so weiter Absprachen gibt, oder dass
publiziert wird, hey, da gibt es eine Möglichkeit, über den und den Weg zu betrügen. Und man sieht eben, glaube ich, auch, dass die Betrüger wirklich auch sehr kreativ sind, also wirklich viele Wege finden, wie Sie gerade sagten, dass dann erst was, das eine ausprobiert wird, dann wird gemerkt, okay, der Weg funktioniert und dann mache ich eben auch eine zweite Bestellung, weil dann das System vielleicht sagt, okay, das ist ein Stammkunde, da hat schon eine Transaktion geklappt und dann macht man im nächsten Schritt dann einen tatsächlich großen Schaden. Und das Dritte war, glaube ich, auch so eine Quintessenz aus Ihrer Präsentation, dass, glaube ich, eben auch, dass am Ende tatsächlich Mensch und Maschine die Fraud Protection leisten müssen. Also bei uns ist es halt tatsächlich ein überschaubarer Rahmen gewesen oder auch immer noch, dass man sagen kann, das fällt irgendwie auf einem Menschen, wenn irgendwie da was nicht stimmt oder was komisch ist, dass dann zwei direkt hintereinander bestellt werden oder sowas. Und das ist natürlich bei größeren Umsätzen und großen Shops, dass dann einfach da irgendwo eine technische Hintergrund auch passieren muss. Wie gesagt, bei uns ist es so, dass es eben über die Zahldienstleister eigentlich funktioniert, dass dort während des Checkouts gleich Daten übermittelt werden und Bonitätsprüfungen durchgeführt werden. Insofern, das könnten wir also so auch gar nicht leisten. Aber wie gesagt, das ist halt mit den Zahldienstleistern so für uns aktuell eben sehr praktikabel und funktioniert. Der einzige Hoffnungsschimmer ist dann tatsächlich, dass wenn eine Strafanzeige gestellt wurde bei diesen Betrugsfällen, dass man nachweisen kann, okay, wir wurden wirklich betrogen und wir haben halt diesen Verlust dieser Ware, dass man da die Steuer erstattet bekommt, also die Mehrwertsteuer, die man eben sonst abführen müsste, kommt zurück. Also das ist so, dass ein positiver Aspekt dann noch bei der ganzen Geschichte. Vielen Dank, Herr Hüppe, ganz kurz auf Ihre Frage. Also ja und nein. Ja, also ein Fraud Management kann man betreiben dann in dem Moment auch, hängt aber davon ab, ob ich ein Fraud Agent habe, der genau die Erfahrung mitbringt, die notwendig ist, um das manuell zu prüfen, der vielleicht auch Erfahrungswerte aus der Vergangenheit einfach hat und vielleicht unterschiedliche Betrugsfälle kennt. Auf der anderen Seite, so wie Herr Grimme es über Bezahldienstleister abzuwickeln, wo dann schon diese Prüfungen stattfinden, impliziert ja schon, dass ich ein Fraud-Management quasi ausgelagert habe. Ja? Das wird nur von dem Bezahldienstleister dann übernommen. Hat aber zur Folge letztendlich, dass mir gewisse Daten meiner Kunden eventuell fehlen, um dann, ne, was ich ja vorhin in der Präsentation auch hatte, eventuell Vertriebs- oder Marketingaktivitäten gezielt anzustoßen. Ja? Das heißt, ich habe dann keine 360-Grad-Rundumsicht. Das heißt, Herr Grimme hat schon ein Fraud-Management. Nur nicht im Haus, es ist ausgelagert an einen Dienstleister, kombiniert in dem Fall mit einem Bezahldienstleister, mit einem Bezahlsystem. Von daher, vieles hängt immer vom Menschen ab. Also eine Maschine, auch wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, die wird trainiert vom Menschen. Und deswegen Erfahrung sind letztendlich auch der Schlüssel im Fraud-Management. Ja, ich habe deswegen so pointiert nochmal nachgefragt, weil wir ja heute auch das Ziel uns gegeben haben, dass wir konkrete Hilfe quasi anbieten wollen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer heute. Und da gehört für mich einfach auch dazu, ganz klar einsortieren zu können, ab wann muss ich mich eigentlich kümmern? Sie hatten ja auch gesagt, so 12.500 Klicks, das ist so das. Ob dann lohnt es sich überhaupt mal, um so einen eigenen Experten drüber nachzudenken oder 12.500 Bestellungen, alles andere muss ich outsourcen, sonst ist im Preis-Leistungs-Verhältnis nahezu verrückt. Und Herr Grimme hat es jetzt ein Stück weit outgesourced und Sie plädieren jetzt nochmal dafür, dass man sagt, vielleicht macht es Sinn, sich das doch ein bisschen mehr ranzuholen, damit man eben noch mehr Daten sammelt über seine Kunden, besser versteht, was kaufen die eigentlich, wie kaufen die, um da dann eben auch noch einen Marketinghebel dran zu kriegen. Und das führt mich natürlich jetzt gleich zum Bogen Richtung Marian Köller. Wenn ich das Förderprojekt richtig verstanden habe, wäre da auch so ziemlich all das, was wir heute besprochen haben, tatsächlich förderfähig. Ne? Also man könnte sich auch mit so einem 360-Grad-Blick mal versuchen,
über die Fraud Protection dann auch im digitalen Bereich an anderen Stellen über digital aufgeladen, Übersicht zu verschaffen. Ja, das hängt ja voll mit Digitalisierung zusammen und ist ja völlig notwendig, da auch letztendlich sich frühzeitig mit zu beschäftigen. Und in dem Sinne, wenn das Thema ist, was da ein Händler als Beratungsleistung braucht, dann passt das da natürlich genau rein. Wunderbar. Und dann hat Herr Krack gerade noch freundlicherweise sich gar nicht mit in die Diskussion eingemischt, sondern hat die Frage geschrieben. Herr Krack, mögen Sie sie vielleicht nochmal jetzt für die ganze Runde wiederholen? Ja, ich frage mich, ob es Erkenntnisse gibt bei Ihnen, Herrn Grimmer, aus der Praxis oder auch bei an Global City, Herrn Toussaint und Lou. Gibt es so einen Schwellenwert, ab dem Betrüger sagen, da lohnt sich das erst, darunter lohnt sich das gar nicht? Also, dass man so eine gewisse Mehr, klar macht es auch die Masse dann irgendwann an kleinen, schwelligeren Warenwerten. Aber gibt es so etwas, wo die anfangen nachzudenken? Gibt es da Erkenntnisse drüber? Ja, also bei uns ist tatsächlich klar immer, das sind hohe Warenkörbe, ich sag mal ab 500 Euro, wo wir irgendwo Verdacht haben oder wo dann im Nachgang Betrugsfälle draus entstanden sind. Also ich glaube, dass da die Betrüger eben da eben am meisten von haben, hochwertige Sachen irgendwie zu bestellen und dann weiter zu verkaufen. Andererseits kenne ich halt aus persönlichem Umfeld auch, dass über Amazon und Rechnungsadressen irgendwo aus dem Internet gefunden Sachen bestellt wurden im kleinteiligen Bereich, irgendwie 40 Euro, und die aber von der Person einfach nie bestellt wurden. Das ist so das, was ich zu beitragen kann. Aus meiner Erfahrung hier, also das ist klar, höher Warenkorb, der andere Seite ist er auch, aber wie Wiederverkaufswerte von der Ware, ne? Zum Beispiel die Sneakers, ja, die wirklich Marken-Sneakers, die sind vielleicht keine 2000 Euro wert, aber es ist auch bei bestimmten Sneaker-Marken, weil sie lässt sich sehr gut verkaufen, deswegen kann ja auch sein, ich bin Wiederholungstäter, ja, ich bestelle erstmal einmal ein paar und dann nach zwei Tagen, ne, auch ein paar, deswegen habe ich diese Velocities Regel damit angesprochen, ja, ich prüfe genau ein dritter Paar Schuhe innerhalb von 48 Stunden, also ist das dann normal Consumer-Verhalten. Und noch ein guter Punkt hinzu, was Flo da vorher angesprochen hat, also das ist nicht nur zum eigene Daten für Marketing und Co. Ich würde eine Frage auch an Herr Grimmer zurückzuspielen. Also kennen Sie mit Ihren Dienstleister, also Klarna, Ihr Cut-Offs-Wert? Also was ist Ihr Conversion-Rate? Also wir haben vorher gesprochen, dass diese zentrale Herausforderung, ja, für Handler ist einmal, ich würde mein Geschäft weiter ausbauen, gleichzeitig die Kosten von Betrug in den Griff bekommen und gleichzeitig die Loyalität von meinen Kunden zu stärken. Und das ist sehr oft, das ist so die Frage auch von Herr Hüppe, ne? Wenn ich nur 5.000 Euro Fraud-Schaden letzten 13 Jahren, lohnt sich das? Das ist die Frage, ist, wenn Sie zum Beispiel eine Factoring-Lösung haben. Was ist denn Ihr Conversion Rate? Weil das ist sehr oft von vielen Händlern, das ist selber nicht bewusst, dass wegen diesen auch mit Zahlungsdienstleister, dass bestimmte sehr harte Regeln im Hintergrund angestellt wurden, dass damit zu Automatisierung, Ablehnung führt, dass sie gar nicht wissen, wie viele gute Umsätze sie daraus noch ziehen können. Aber wenn Sie das selber betreiben, ja, mit der erfahrenen Fraud Analyst, können Sie noch explizit noch gucken, wie kann ich noch mein Conversion Rate noch verbessern? Na, wie kann ich dadurch noch gute Umsätze retten? Na, vielleicht habe ich, weil wenn ich alle meine Umsätze getötet habe, habe ich natürlich auch keinen Schaden für Betrugs mehr. Nee, es ist tatsächlich ganz, ganz richtig. Man hat es eben selber nicht in der Hand und manchmal melden sich eben Kunden, die sagen, hey, ich wollte bei euch was kaufen und das funktioniert nicht. Und dann, also so Teilaspekte, wo wir dann sagen, ja gut, beim Rechnungskauf, bei PayPal, wenn PayPal das abwickelt, darf Rechnungs- und Lieferadresse nicht unterschiedlich sein. Das ist aber natürlich für einige Kunden nicht klar. Die wollen irgendwie ein Geschenk kaufen für die Tochter und sagen, möchte ich gerne auf Rechnung kaufen.
da haben wir dann auch gar keine Handhabe, dann zu sagen, das möchte ich halt zulassen. Das ist ja tatsächlich dann so, dass wir da möglicherweise auf Umsatz verzichten, falls die Leute nicht sagen, gut, nehme ich eine andere Zahlungsart oder ich probiere es anders oder ich melde mich und rufe an. Ist natürlich bei ja, hochskalierten Shops dann auch ja, wahrscheinlich schwierig. Da macht es dann eben tatsächlich Sinn, ja, einen eigenen Fraud Manager einzusetzen, der genau, dann da auf diesen Prozess. Genau, dann Kundenfreundlichkeit. Ne? Das ja. ist halt ihr eigenes Handhaben, das genau anzupassen, um schnell zu reagieren. Das ist, wenn man halt bestimmte Faktorlösungen, dass die auch gar keinen Zugriff auf die Conversion Rate, bestimmte KPI, Cut-off-Werte und so haben. Das finde ich halt sehr schade, dass viele Händler sich selber gar nicht so darüber bewusst sind. Mhm. Wie viele gute Umsätze ich eigentlich, so ich setze mal Fraud Management da, nicht nur um Fraudschaden zu minimieren, sondern mal Conversion Rate zu steigen, ja, mehr Kunden zu gewinnen, als die zu verlieren. Mhm. Ja, nee, ist sicherlich richtig. Also was klar, man kann halt irgendwie gucken, wie viele Warenkorbabbrecher habe ich, an welchem Teil des Checkouts brechen sie ab. Das war bei uns dann damals, also auch im Zuge der letzten 8 Jahre dann klar, daran wollen wir arbeiten. Das ist natürlich schade, wenn ich sehe, der Kunde hat was in den Warenkorb gelegt und hat seine Adresse eingegeben und ist eigentlich im letzten, steht an der Kasse. Und die Kasse funktioniert nicht und keiner weiß warum. Und ich kann niemanden fragen. Das ist natürlich tatsächlich problematisch, weshalb wir dann halt über die Zeit natürlich mehr Bezahldienstleister angeboten haben und dadurch halt die Conversion Rate eben auch deutlich steigern konnten. Das wäre natürlich dann jetzt irgendwie der nächste Schritt, zu gucken, wie viele Abbrecher habe ich noch, die zwar die richtige Bezahlart finden, aber wo ja das Fraud Management des Bezahldienstleisters das aus welchen Gründen auch immer ablehnen. Ne? Wir sind auf der Zielgeraden zeitlich. Deswegen würde ich gerne Herrn Krack noch mal eine Frage stellen. Mit Blick aus dem Verband für ganz Niedersachsen und Bremen. Hat die Pandemie bei Ihren Händlern jetzt massiv dazu geführt, dass sie in den Onlinehandel eingestiegen sind? Und wenn ja, was ich jetzt mal so unterstelle, wie viele davon sagen, ich habe da auch weiterhin Lust dran? Oder gibt es bei Ihnen in der Mitgliedschaft auch viele, die jetzt sagen, ich bin froh, wenn die Pandemie vorbei ist, dann schalte ich diesen ganzen Online-Kram wieder ab? Ich glaube, man kann tatsächlich sagen, das Gros unserer Mitglieder bewegt sich natürlich im stationären Sektor. Das, was jetzt mit Niedersachsen Digital aufgeladen als Beratungsförderung da ist, und die Pandemiesituation an sich, die hat sicherlich dazu beigetragen, dass sich Menschen auf einmal ganz neu orientieren mussten. Bei einer ganzen Reihe von Betrieben ist das, glaube ich, auch deshalb ganz hilfreich gewesen, um zusätzlich für sich einmal zu entdecken, Moment mal, das geht ja auch, dieses reine Stationär-Dasein. Das ist tatsächlich, glaube ich, bei nicht ganz wenigen verhaftet gewesen, insbesondere eben eher kleineren, mittleren Betriebsformen, die von jetzt auf gleich vor die Situation gestellt waren, wie bringe ich denn jetzt meine Produkte überhaupt an die Kundinnen und an den Kunden? Und der Widerhall, den wir aus der Mitgliedschaft haben, ist jedenfalls nicht, bin ich froh, dass ich mein Online-Dasein wieder abstellen kann, wenn die Pandemie zu Ende ist, sondern es ist ein zusätzlicher Kanal, der auf jeden Fall mitbespielt werden wird. Wir brauchen uns nur anzugucken, wie die Entwicklung in der Kundschaft da ist. Das wird in Zukunft, wir alle haben bei uns in der Gesellschaft Kinder, die alle von klein auf groß werden, mit online adaptierten Erscheinungsformen in der Schule damit groß werden. Schulen werden ja auch Gott sei Dank mehr und mehr digitalisiert und dem kann man sich gar nicht entziehen. Wenn man auch in Zukunft Einzelhandel denken möchte, dann kann man das nicht ohne online denken. Ganz klar. Klare Aussage. Dann wäre meine Abschlussfrage an Sie, Herr Grimme. Haben Sie es in den letzten 8 Jahren irgendwann mal bereut, das so gemacht zu haben mit dem starken Fokus auch auf den Onlinehandel? Am Tag nach den Betrugsfällen, ja. Also es ist einfach eine tolle Aufgabe. Und wie gesagt, wir sind irgendwie in siebter Generation und der Familie so etwas zurückgeben zu können, die mich jahrelang im Studium unterstützt hat, ist eine total spannende Sache und eben so ein Familientraditionsunternehmen eben in die digitale Zukunft zu führen und eben
tatsächlich digital, also online und offline zu denken und zusammenzubringen, ist eine total spannende Geschichte. Auch ja, eben, und in meinen Augen eben, hatte ich glaube ich vorhin auch schon mal gesagt, eben der einzige Weg wirklich in die Zukunft. Aber es zeigt sich eben auch immer tatsächlich bei uns im Haus, wenn ich es nicht gemacht hätte, stellt sich wirklich die Frage, wer hätte es machen können? Und das ist tatsächlich schwierig. Es ist eben vom Aufwand her ja wie eine zweite Filiale aufmachen, aber doch brauche ich ganz andere, ja, ganz anderes Personal, ganz andere Herausforderungen, die da jeden Tag lauern. Und für mich war es eben eine sehr, sehr spannende Sache, und es ist bis heute eben diesen digitale Baby ja weiter zu begleiten und aufwachsen zu lassen. Besten Dank. Das digitale Baby ist dann jetzt mit 8 Jahren auch schon voll schulpflichtig. Und dann freuen wir uns mal, dass es dann auch vielleicht demnächst digital auch dann zur Schule gehen kann. Jedenfalls haben wir gelernt heute, oder ich zumindest, ich kann das ja nur für mich reklamieren, dass der Onlinehandel lebt mehr denn je und das auch für den stationären Einzelhandel durchaus attraktiv sein kann. Wie wir da hinkommen, da kann das Förderprojekt auch von Marian Köller mithelfen, die Frage des digital aufgeladen sind mit 2.500 Euro Förderung zu schauen, was kann man denn mit seinem eigenen Geschäft da noch im digitalen Bereich tun, und ganz wichtig, auch immer zu schauen, was kann man bei dem ganzen Thema Betrugsprävention vielleicht auch Positives draus generieren. Ich glaube, da haben Herr Toussaint und Frau Liu uns heute sehr gute Einblicke gegeben, was es heißt, eben sich nicht nur rein auf die Technologie zu verlassen, sondern mit klugem Augenmaß zu handeln und eben dann auch zu schauen, vielleicht kann man einen 360-Grad-Blick übers Fraud-Management bekommen und so dann vielleicht sogar einen Marketing-Vorteil daraus generieren. Ich hoffe, dass es Ihnen allen ein bisschen weitergeholfen hat, was wir heute hier besprochen haben. Sag danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank an die Referenten, an die Unterstützer des heutigen Formats, mit Herrn Krack vom vom Handelsverband. Ich lerne es heute noch irgendwann. Mit Herrn Grimme vom Bleiwaren, von Herrn Toussaint, von Frau Liu von Global CT und Marian Köller von der Digitalagentur. Ich bin Benedikt Hüppe von Niedersachsen Digital und wünsche Ihnen jetzt einen entspannten Abend. Machen Sie es gut.